Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Test Drive Unlimited Solar Crown, ein bald erscheinendes Videospiel. Am 12. September mit der Preview-Fassung am 5. September soll es dann soweit sein. Dann kann man hier endlich loslegen und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Demo an, die bis, wenn das Video jetzt erscheint, heute Abend 19 Uhr, glaube ich, spielbar sein wird. Legen wir los, Ride, Feel, Live. Ich selbst bin zugegebenermaßen nicht so 100%ig überzeugt. Oder ich sag mal so, die Erwartungshaltung, die ist jetzt nicht so riesig hoch bei mir, weil es, glaube ich, zum ersten Mal auch jetzt eine Open World ist, die der Entwickler hier stemmen muss. Die haben vorher V-Rally 4 und so gemacht. Ah, good. Perfect timing. Und es gibt nur Englisch, by the way. What do you think of the dealership? As part of the competition, we have made many places like this one available across the island. We want to ensure our participants have access to the best cars possible. However, you won't be able to drive some of these cars until you've gained enough reputation. Mm-hmm. The organization has the means to match its ambitions. And as it happens, here are the first three cars available to start the competition. Take your pick. Ja, ich würde sagen, wir schnuppern mal ein bisschen ins Spiel rein. Like to credit your account with your first solar coins. Okay, solar coins. As for me, I must leave you for the time being, but I imagine we'll have the pleasure of speaking again. In the meantime, you can now compete against other members of the Solar Crown. Good luck! Mhm. Ich finde es ein bisschen unerwartet, dass man hier nicht direkt mal einen Charakter auswählen kann, sondern dass man direkt einen Charakter zugeschrieben bekommt. Oh mein Gott, ist das Tempo langsam. Ich kann mich ducken. Kann ich sprinten? Ja. Okay, Corvette C7ZR1, I guess. Schönes Auto. Ja, und es wackelt ein bisschen hin und her. Vielleicht mal kurze Info, unten links steht frühe Demo-Version, nicht repräsentativ für das Endprodukt. Warten wir einfach mal ab, gucken wir mal, wie das hier so wird. Hier haben wir den Aston Martin, oder? Das müsste ein DB11 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir mal kurz. Ja, müsste ein DB11 sein, ja. Oh, schönes Auto auch. Ja, doch, durchaus nett. Ja, wir dürfen aber drei Autos hier wählen, oder unter drei Autos wählen. Ein Ford Mustang. Ein Nissan 370Z. Ich finde 350er übrigens noch einen Ticken schöner. Und ein Alpine. Und ich nehme den Alpine, der war in Forza Horizon. Alter. Ja, komm, nee. Ich nehme das Auto jetzt direkt mit. Abfahrt! Der war in Forza Horizon immer super, super geil. Bis blau. Alpine blau. Ja gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen lame. Aber ich nehme den jetzt einfach in blau. In grau sieht er aber auch schön aus. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Alpines, die haben irgendwas. Okay, Alcantara-Lenkrad nehme ich mit. Ich finde es schön, dass es so ein paar Details... voll mit den blauen Elementen. Nein, lass mich in Ruhe. Ich finde es aber schön, dass man da so Geschichten machen kann. Die Felgen sind halt turbo hässlich. Tut mir leid. Die sind, naja, die sind eigentlich ganz okay. Nehmen wir mit. Ja, kaufen wir. Ja, also die Extraliste nicht ganz so lang, wie man sie in Natura machen kann. Da kann es auch sehr viel mehr Geld ausgeben. Willkommen bei Solar Crown. Diesmal wurde Hong Kong Island in einen riesigen Spielplatz für die vielversprechendsten Fahrer verwandelt. Verbessere deinen Ruf. Um bei Solar Crown ganz nach oben zu kommen, musst du Aufmerksamkeit erregen. Okay, kennt man, klar. Und zeig allen, wer du bist. Dazu musst du beweisen, was du hinterm Lenkrad auf dem Kasten hast. Heute nur mit Controller, nicht mit Lenkrad. Gehen wir rein. So, ich bin gespannt. Rechts oben sieht man, dass ich in Game spreche. Okay. Oh, Nissan GT-R. Congratulations. Have fun with your brand new car. Was ist das für ein Soundeffekt, der da im Hintergrund jetzt ist? Und eine G-Klasse. Ist ja nicht mein persönlicher Geschmack, muss ich ehrlich sagen. So eine G-Klasse, weiß ich nicht. Aber wir gucken mal, was wir mit dem Alpine so zaubern können. Congratulations on acquiring your very first car. This is when you fully enter the tournament. You can now take part in the first races of the Solar Crown. Your car is already eligible for the races. All you need to do is go to the starting locations. Okay. Thank you, Alice. All the races are grouped together around meeting points, which makes it easier for you to meet other participants. Okay. Do well in these races to start making a name for yourself. Die spricht immer so plötzlich an. I have updated my firmware. I have also connected you to my other users, if that's of interest to you. Boah. Alice, anders geschrieben, aber gab es da nicht mal irgendwas in den späten 2000er Jahren irgendwie? Ich weiß auch, dass der Ferrari Formel 1 Wagen auch von Alice gesponsert wurde. Was war das nochmal? Was ist das für ein Brummen, ey? So, wie kann ich da jetzt reinzoomen? Auswählen. Ah, okay, let's go. Oha, warte. Wan Chai Tankstelle.
Shopping in Wan Chai. Gemütliche Ausfahrt. Oh, wir gehen mal shoppen. Easy. Wan Chai ist auch meine Standardfrage, wenn ich mit meinem Hauptgericht fertig bin. Okay. 400 Meters. Turn right. Okay, gucken wir uns erstmal um. In 200 Meters. Sieht im Cockpit okay aus. Wie wechsle ich die Kamera? Scheinwerfer. Okay, cool. Scheibenwischer. Fenster. Ah, was war das? Blinker links. Lol. Wie mache ich hier die zurück auf die Straße? Sorry! Oh, Fotomodus. Okay, warte mal. Wie sieht das Auto aus? Ich sehe so ein paar Details im Lack, das finde ich schon mal ganz cool. Ja, sieht okay aus. Mal ein bisschen hier drumherum schauen. Ja, das ist okay. Das ist optisch gar nicht so furchtbar, wie ich gedacht hätte. Also mal gucken. Ah, so verschiebe ich die Kamera. Also, Hand aufs Herz, Sound gefällt mir. Wie mache ich das nochmal mit dem... Oh ne, das ist wieder der Fotomodus. Ich bin überfordert. Jetzt, so, Scheinwerfer an. Oh, das sieht doch schön aus. Ja, wenn man auf gewisse Sachen achtet, sieht man, okay, die... Oh Gott, das Spiel ist sehr laut. Sorry. Der Auto ist sehr laut! Und damit können wir nochmal ins Rennen rein. Let's go. Ah, halten. Lesen sollte gelernt sein. Ja, ich habe die Lautstärke ein bisschen angepasst. Und wir haben hier Auto wechseln, Auto Abstimmung. Die Kontrolle behalten. Kaufen Werkstatt einen Reifen und tausche sie über jeden Fall. Ja, wechseln von einem Fahrtmodus zum anderen, um deinen Wagen für verschiedene Bereiche, ja, anzupassen. Steige in den Ruf, um Zugriff auf Fahrmodi des Fahrzeugs zu erhalten, sodass du dein Auto nach deinen Vorstellungen anpassen kannst. Achso, so ein bisschen wie dann in The Crew oder was, dass du dann aus dem Auto auch ein Offroad-Auto bauen kannst. Fahrhilfen. Moment, ich bin kein Anfänger. Ideallinie machen wir mal nur in Kurven. Ich bin neu in der Stadt, ich muss ein bisschen was kennenlernen. Ach, ABS kann man in mehrere Stufen einstellen und die Traktionskontrolle auch. Lassen wir mal so halbwegs an. Hä? Was? 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 Es geht los. Hä? Was passiert hier? Warum konnte ich... Bro, gib mir doch Zeit. Habe ich jetzt die Fahrhilfen an oder nicht? Okay. Legen wir los. Das ist nicht mein Alpine, das ist ein anderes Blau. Da hinten sind wir. Let's go. Machen wir die fertig. Okay, ist immer noch Automatik. Ah! Okay. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen ans Limit. Und ich hupe. Okay, das Auto ist sehr wenig ansprechend in den Kurven. Bro, was macht ihr denn? Das ist ja wirklich eine Shopping-Tour, so langsam wie die hier fahren. Ah! Oh! Warte mal, Scheinwerfer erstmal an, was ist hier los? Let's go. Sieht viel cool aus. Okay, es ist super drifty, das Handling. Ja, okay. Aber, ja, ich mag es halt lieber, wenn man die Kontrolle über das Auto hat, so, ne? Hm? Das ist halt wirklich sehr slidey-back-slidesen. Das Auto sieht kaputt aus. Sorry. Okay. Die Palmen haben ein bisschen Kollision, das finde ich ganz knuffig und cool. Wie habe ich nochmal die Sicht verändert? Ah, hier. Oh, es gibt noch eine weite Außenkamera und es gibt die Cockpit-Cam natürlich. Okay. Ja, also die Sichten, es gibt genug Sichten tatsächlich. Ah, ja, also manchmal habe ich aber das Gefühl, dass dich das alles zu krass eindremst und dass das Spiel irgendwie... die Hindernisse zu heavy macht, so. Und da war es jetzt gar kein Problem. Okay. Aber ansonsten muss ich sagen, vom Handling her... Oh, das war jetzt angenehm. Das war deutlich angenehmer.
Vielleicht mit ein bisschen weniger Bremse in die Kurve rein und ein bisschen mehr rollen lassen, das Auto. Dann ist es ein bisschen entspannter. Aber 5 Sekunden vorne. Ja, das meine ich, die Laterne. Warte mal, ist jede Laterne gleich? Ja doch, die Laternenbremsen sind alle aus. Und trotzdem, der Sieg. Let's go! Ja, läuft. Wenn auch nur 2 Sekunden Vorsprung. Ach, und ich war auf Anfänger unterwegs. Ja, okay. Das erklärt, warum ich gewinnen konnte. Haha, das bin ich. Und ich bin richtig krass. Okay. Und was passiert jetzt? Weiter. Ja. Ja. Rennen verlassen oder Neustart. Warum gibt's hier einen Countdown? Lass mich doch einfach durchs Menü navigieren. Vielleicht will ich zwischendurch irgendwie einen Schluck Red Bull oder so trinken. Oder aus meiner leeren Flasche Wasser noch einen Schluck nehmen. Aber lass mich doch. Da vorne ist jetzt irgendein Symbol. Da fahre ich mal hin. Weil, ihr seht sogar auch auf der Minimap. Ich verdecke nicht die ganze Map. Was ist das? Blitzer, Sprung. Boom! 158,42. Vielleicht nicht das Höchste, mit dem ich in der Innenstadt geblitzt wurde. In-game natürlich nur. So, da gehen wir auf die Karte. Was kann man bei Tankstellen Cooles machen? Hier kannst du dein Auto säubern und reparieren. Außerdem kannst du es wechseln. Okay, cool. Dann gehen wir zur gemütlichen Ausfahrt. Das ist ja das Nächste, was wir hier machen können. Okay. Ja, dass man immer noch separat die Scheinwerfer anmachen muss. Triggert mich schon ein bisschen, muss ich ehrlich sein. Bahnblinker. Achtung, Leute. Verrückter Mann in der Stadt. Okay, ich habe hier noch was gesehen. Okay, was haben wir hier? Solarhotel-Treffpunkt. Okay, da kann ich das Auto wechseln. Oh, ich habe Geld. Let's go. Und hier habe ich nochmal ein Parkhaus gesehen. Oh, schön breit. Oh, hier kannst du sicherlich auch mit dem Taycan oder mit dem Aston Martin durchfahren. Was können wir hier Cooles machen? Assei Tokyo! Drift! Drift! Oh, da ist was. Was ist das? Aufgabe abgeschlossen. Mach auf dich aufmerksam. Okay. Ich habe irgendwas Cooles gemacht, glaube ich, gerade. Turn left. Der Turnen gefällt mir halt überhaupt nicht, tatsächlich, ne? Hey, Wrack in der Nähe. Hey, wie hast du mich genannt? Okay, irgendwo hier ist ein Wrack. Was passiert jetzt? Was? Was passiert hier? The Solar Crown Committee wants to congratulate you on your recent progress. They're offering you some solar coins, so you can buy your first car part. Don't worry, a list can tell you everything you need to know. Ist es diese entspannte Ausfahrt jetzt, oder was passiert hier gerade? Ich check das gerade nicht. Oh, VW Käfer. Ey, das war wild in den Niederlanden, ne? Die haben nur eine Art von normalem Benzin. Die haben nichts anderes. Okay, Werkstätten geöffnet, was jetzt? Ja. I've unlocked several new races for you, but it looks like your current car doesn't meet their restrictions. Bro, das ist ja auch irgendwo in Süd-Taipei, was los? This means you can't enter the race if your car isn't powerful enough. You need to go to the workshop to make these modifications. Okay. I have marked it on your map. It will help if I teach you how to upgrade your car. Okay, Schnellreise. Warte mal. I have marked a workshop on your map. Ja, okay, komm, dann mache ich die Schnellreise. Ein Diablo! Okay, das ist geil. 10 von 10 Spiel. Okay, ich bin sold. Ich bin sold, Leute. Oh, yo, was geht ab? Die Werkstatt sieht sehr modern aus. Mit wem kann ich hier sprechen? Voice Chat allgemein. Ey, Leute, die Leute hören mich jetzt, während ich hier ganz doof rumblabere. Schließe Solar Crown Werkstätten das Ziel ab. Ah, da ist Geld. Warte mal. Hallo! Oh Gott, ich stelle mir das so furchtbar vor, wenn dann irgendwie hunderte Leute hier chillen und irgendwas Nerviges machen. So, auf zu meinem Alpin. Was kann ich jetzt machen? Auto anpassen. Welcome to the workshop. Ja? Here you can buy and install parts or change the appearance of your car. But first, ja? Let's ja.
Komm, Leistung, let's go. Installing a part increases the car's performance. Ja, Mann, let's go, komm, 126.000 reinballern. Achso, ja, ich kann nur das Rest. Ja, okay. Kaufen und ausrüsten, Abfahrt. Let's go! Ja, und jetzt? Auspuff, Stufe 10, auf Stufe 10, auf Stufe 10, auf Stufe 10. Okay. Ach, Bremsen brauchen wir nicht. Fahrwerk brauchen wir nicht. Schaltung. Chassis. Also ist das die Aerodynamik jetzt oder was ist das? Was? Aero-Kit, ja, Tatsache. Aber warum ist es nichts Optisches? Das wäre doch ganz geil. Okay, also viele Sachen, für die wir Level 10 brauchen und Verzierung. Also einerseits die Lackierung. Bro, was? Okay, ja. Neue Lackierung, Farbe. Carbon Fiber. Ich will ja Exposed Carbon, wenn es komplett das Auto verdeckt, finde ich es furchtbar. Das sieht mittlerweile grausig aus. Sticker hinzufügen, okay, wäre cool. Machen wir aber jetzt mal nicht, ne? Dauert zu ewig. Ziergegenstände. Okay, wir haben Felgen. Was haben wir noch? Fenstertönung. Okay. Ja, nehmen wir 95% getönt, finde ich gut. Warum ist 80% getönt seltener und teurer? Hä? Na gut, machen wir hier. Zack. Ich sehe schon kommen, die verschiedenen Farben und so weiter und so fort, die werden alle nach und nach kommen. Und Innenausstattung haben wir schon. Ja, okay. Braunes Leder kannst du dir sparen, bitte. So. Haben wir jetzt gemacht. Und was jetzt? Gehen wir raus. Aufgabe abgeschlossen. Jawohl. Das geht richtig schnell voran. Was haben wir hier hinten? Verkaufst du mir Autos? Rüdiger? Fahrzeug wechseln. Nee. Ja, schade. Ist auch nicht Rüdiger, ist Dietmar. So. Fahrzeug wechseln. Hey Leute, ich will mein Fahrzeug nicht wechseln. Die Clans haben dich im Auge. Bitte was? Ich bin weder in Berlin noch bin ich... Hallo? Was ist hier los? Jacqueline, erklär mir das mal bitte. Was... Okay, was muss ich jetzt machen? Ich will nicht in irgendwelche Clans reinkommen. Werkstatt verlassen. Also ich habe das Auto aber jetzt getuned. Ich habe jetzt ein Turbo, das ist gut. Congratulations on your first upgrade. Don't Danke. Forget, if you want better parts to become available, you need to increase your reputation. Ja, okay. Okay, werde zum Partner des Solar Crown. Ja, okay, mach auf dich Aufmerksamkeit. Schließe 5 Komitee-Herausforderungen ab. Oder die Zahl steht nicht dabei, aber ich kann gerade nicht lesen. Es tut mir leid, mein Hirn ist gerade kaputt. Die Clans haben nicht im Auge. Ja, also doch, ich will das schon irgendwie verfolgen. Was passiert hier? Ärger im Finanzviertel. Das klingt nach Clans. Okay, let's go. Oh. Die fünfte Ausfahrt beim Kreisverkehr. Wilder Kreisverkehr. Abfahrt. Let's go. Was steht denn hier? Parking Line. Wild. Parking Lane. Okay. So, okay, ganz schnell. Jetzt Fahrhilfen. Voreinstellung. Nein. Hier. Nur in Kurven. Halbautomatik. Hey, Halbautomatik. Handschaltung. Okay, Halbautomatik ist Automatik. Warum dann Halbautomatik? Egal. Speichern. So, was kann ich jetzt machen? Wo läuft der Counter überhaupt? Keine Ahnung. Rein in den Lachs. Warum suchen wir jetzt irgendwelche Spieler? Kein Mensch spielt dieses Spiel gerade. Lass mich doch einfach fahren. Ist es wieder so ein Ding, wo man versucht, online das zu erzwingen und niemand zockt's? Okay, rein in den Lachs. Beende das Rennen auf der besten Position. Die beste Position ist die 69, 1. Abfahrt. So, vielleicht fährt sich das Auto mit weniger Fahrhilfen sogar noch ein bisschen besser. Yo, weißt du, mein Auto ist zu schwach, aber hier fährt ein Alfa Romeo Mito mit. Abfahrt. Oh, und ein alter Mustang. Uiuiui. Auf geht's. In Tokio! Ne, wir sind in Hongkong, ne? Egal. Wir gewinnen das trotzdem. Lautstärke passt. Ich check halt nie, warum man in Arcade-Games so eine komische, maximal Understeery, trotzdem drifty Fahrphysik einbaut, wo du null Gefühl fürs Auto hast. Weil Arcade heißt doch eigentlich immer einfach.
Versucht man das unnötig zu verkomplizieren? Das check ich halt nie. Abfahrt, 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 Abfahrt! Oh! Oh, aber kann auch nette Drifts bedeuten. Robin ist Amateur. George ist auch. Ja, das ist wahrscheinlich hier dieser Russell oder so. Oh! Alter! Aus dem Nichts! Bam! Oversteer! Ja, ich habe dazu gelernt. Ich nehme nicht die erste Kurve. Okay, ich habe trotzdem nicht dazu gelernt. Boah, Diggi, das Auto ist komplett squishy, ne? Das ist komplett wild. Aber ich muss sagen, in schnellen Kurven fühlt sich ganz geil an sogar. Das ist gut gemacht. Und dadurch, dass die Physikobjekte auch super viel Physik haben, kannst du auf der Geraden ausgebremst werden, aber in den Kurven kannst du es auch als Bremse nutzen. Das geht sogar. Ah! Ey, egal wie du gegenlenkst, das Auto hat sich schon dazu entschieden, dass du nicht mehr rauskommst. Unangenehm. Ey, fahr mal mit Licht an, Mensch. Sie leben hier in einem Zivil... Ach, der hat Licht an, okay. Ich muss tatsächlich sagen, das Spiel läuft aber bei mir ganz gut. Also viele Leute haben irgendwie richtig Probleme bei der Performance. Es sieht jetzt nicht aus wie The Next Generation 2.8, aber es läuft okay. Gut, ich habe jetzt auch eine 4090 drin, ich habe auch eine 7800X3D und sowas und hast es nicht gesehen, aber es läuft gut. Kann man nichts anderes sagen. Ohne diese ganze Hardware würden wir sie jetzt halt nicht so geil updancen sehen. Ey, da war sogar gerade das Licht an und der macht das Licht aus, damit ich es wieder anmachen muss. Mach doch die Scheinwerfer an. Standardmäßig. Warnblinker macht er aber nicht aus. Das muss man sich mal vorstellen. So sehr trollt einen das Spiel. So, ach ja, du magst es ja mit Scheinwerfer anzufahren. Nö, den mache ich jetzt aus. Was brummt hier schon wieder? Aber du magst es nicht mit Warnblinker rumzufahren. Ja, den lasse ich an. Oh, schön, schöner 180. Das hat das Ziel. Kreisverkehr. Direkt bei der ersten Ausfahrt. Ich frage mich, ob eine deutsche Sprachausgabe auch nochmal dazu kommen wird. Ach, Digga, Alter, warum fährt sich dieses Auto wie Butter auf den Reifen? Oh Gott. Das ist ein Spielplatz, da sollte ich langsamer durchfahren. Vorbeifahren. Vorbeifahren. Kann ich die Schwierigkeit irgendwie erhöhen? Ich mache wieder die TK wieder hoch. Und wir starten einfach mal das Rennen. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder 15 Sekunden warten, damit das Spiel merkt, dass kein Mensch joint. Und dann geht's los. Ah nee, alleine. Oha, okay. Wild. Unterbietet 220. Sei Wanshan. Ich versuche Wanshan zu sein. Sei Wanshan. Okay, let's go. Abfahrt. So, zack. Immer mit Hupen. Weil ohne wäre es langweilig. So. Ja, aber ich krieg langsam ein Gefühl, du musst halt quasi, sobald du siehst, okay, das Auto geht quer, vom Gas gehen, darfst dich nicht umschauen währenddessen und musst direkt gegenlenken und dann geht's halbwegs. Uiuiuiuiuiui. Let's go. Oh! Wie eng es hier ist. Boah, das mit dem Handling halt furchtbar zu fahren, Alter. Oh. Ey, ich eier hier komplett rum, ey. Wenn ich hier noch schneller wäre beim Rumeiern, wäre ich eiert ein Center, ey. Oh! Alter. Oh mein Gott. Okay. So. Ja, wie gesagt, schnelle Kurven machen Spaß. Der Rest, nein. Abfahrt! Sehr schön. Weite Linien nehmen. Ey, du darfst nicht... Ich muss mich vom rechten Stick fernhalten, ey. Da kriege ich bald selbst Motion Stick. Das, ich habe frisch gegessen, ey. Das ist furchtbar. Oh! Au! Oh, ah. Hui! Oh! Zurück auf der Spur. Uiuiuiui. Ah, rechts oben sehe ich einen Fortschrittsbalken, wie viel ich schon geschafft habe.
Okay. Ja. Ja, aber so die Beleuchtung sieht manchmal halt echt ziemlich sick aus. Also. 1:54.81. Bin ich 25 Sekunden unter der Zielvorgabe? Wirklich? Bin ich so krass? Komm, dance! Ja, Mann. Das Auto sieht zwar permanent aus, als hätte man es frisch aus der Schrottpresse gezogen, aber Hauptsache wir dancen ab. Und es fängt an zu regnen. Perfekt, um die Scheibenwischer abzustellen. Nee, die Scheinwerfer. Der Warnblinker macht du ach, mein Gott, ey. Okay, kurzes Fazit. Werte Damen und Herren, also. Ich finde, es ist okay. Das ist genau das, was ich auch erwartet habe, dass es ein okayes Rennspiel wird. Ach, der Warnblinker geht automatisch aus. Cool. Ich habe ja schon gedacht, okay, es wird ein okayes Rennspiel. Es hat ein cooles Setting, bin ich ganz ehrlich. Finde ich nice. Es hat satten Sound. Finde ich auch gut. Teilweise hat es optisch seine Momente. Bei mir, wie gesagt, die Performance ist auch okay. Aber ansonsten wirkt es halt ein bisschen, ja, uninspiriert, wenn ich ehrlich bin. So, das wirkt alles ein bisschen so trist und sonst was. Ja, das Setting ist eine nette Idee, aber im Detail sieht es irgendwie so aus. Und tatsächlich finde ich, das Handling ist ein absoluter Graus. Also vielleicht ist es auch nur der Alpine. In Forza Horizon 4 und 5 ist es das mit am geilsten zu fahrende Auto. Aber hey, hier vielleicht nicht. Aber so grundlegend, oh, Blitzer, 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 Blitzer. Bang! Ciao. Aber hier ist es halt so, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich so ein, zwei, drei lustige Tage mit dem Spiel haben werde. Aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass ich so enorm viel mehr dranbleiben werde. Ich lasse mich aber von dem finalen Spiel mal überraschen. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Das ist auf jeden Fall in mancher Hinsicht ein bisschen besser als erwartet. In mancher Hinsicht nicht so gut wie erwartet. Aber in Summe, wie gesagt, ganz okay. Wie fandet ihr das Spiel? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit. Und wir sehen uns demnächst wieder bei Test Drive Solar Crown oder bei anderen Games. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo. Bis demnächst und tschö, tschö.